Hallo und Hallo? Genau, jetzt geht's. Hallo und guten Tag. Ich spreche heute für den Ansbacher Jugendrat und will nur ein paar kurze Sätze äußern. Wir alle haben uns heute hier versammelt, um gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit zu demonstrieren. Wir müssen aufstehen und zeigen, dass wir mehr sind. Wir wollen keinen Rassismus und keine Vorurteile. Dennoch setzen viele Politiker bewusst Äußerungen ein, welche die Gesellschaft spalten. Ihr wisst Bescheid, sieht man ja jeden Tag im Fernseher. Damit muss jetzt Schluss sein. Vor wenigen Wochen geschah in Chemnitz ein Ereignis, welches mich zutiefst erschütterte. Tausende Rechtsextreme hetzten wortwörtlich gegen Ausländer. Die Nazis nutzten einen Trauerfall aus, um gegen Migranten und Ausländer zu pöbeln. Wo sind wir denn? Als ich die Nachrichten angeschaut habe, konnte ich es kaum glauben. Gerade dieses schlimme Ereignis ruft zum Handeln auf. Und wir sind da. Die heutige Demonstration wurde von engagierten Jugendlichen geplant, da wir sowas hier niemals wollen, diesen rechten Mob. Es lässt mich aufatmen, dass es nicht allen egal ist, was an Menschenfeindlichkeit noch in den Köpfen vorhanden ist. Ich spreche hier hoffentlich nicht nur für den Jugendrat, sondern für die gesamte Ansbacher Jugend, dass rechter Müll nichts in unserer Straßen zu suchen hat. Wir wollen ein buntes und tolerantes Ansbach. Wir wollen ein friedliches Zusammenleben anstatt Hass. Engagement und politisches Interesse ist wichtig. Man darf nicht nur meckern, sondern man muss handeln. Aber niemals darf man Hass und Hetze verbreiten. Zum Schluss zitiere ich noch eine Holocaust-Überlebende, welche noch mit über 90 Jahren Musik macht. Esther Bescherano, die Sängerin und Friedensaktivistin, hat versprochen, dass sie weiterhin Musik machen wird und singen wird, bis es keine Nazis mehr gibt. Ich schließe mich hier an. Ich werde weiterreden und kämpfen, bis es keine Nazis mehr gibt. Vielen Dank.